Meine sehr geehrten Damen und Herren, vor über 10 Jahren wurde das sogenannte Hartz IV von der damaligen rot-grünen Bundesregierung auf den Weg gebracht. Seitdem hat sich die Arbeitsmarktsituation merklich verändert. Mit dem SGB II müssen wir darauf reagieren. Und das passiert. Seit Einführung hat es 9 Gesetzesänderungen gegeben. Statistisch betrachtet haben wir also pro Jahr eine Änderung. Man darf also vollkommen zu Recht den CDU-Politiker Karl Schieverling zitieren: Das SGB II ist ein lernendes System. Zugegeben, der jetzige Entwurf für eine Rechtsvereinfachung hat längere Zeit in Anspruch genommen. Der Entwurf geht auf den Bundeskoalitionsvertrag Seite 66 zurück, basiert aber im Kern auf den Ergebnissen der 2013 gegründeten Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Rechtsvereinfachung im SGB II. Diese Arbeitsgruppe legte 2013 sehr plausibel dar, dass die Rechtsfolgen bei Pflichtverletzung nach § 31 SGB II auch nach der Neustrukturierung und Überarbeitung der Sanktionsvorschriften unverändert komplex sei. Deswegen stand er auch unverändert in der Kritik. Denn der mit der Feststellung der Sanktion verbundene Aufwand ist aufgrund der vielen zu unterschiedlichen Fallkonstellationen sehr hoch. Eines vorweg: Alles, was Jobcenter-Mitarbeiter mehr Zeit für die Vermittlung ihrer Kunden verschafft, wird übrigens von der Bundesagentur für Arbeit begrüßt. Und das gilt ganz explizit auch für den vorliegenden Gesetzentwurf, der am 3. Februar vom Kabinett verabschiedet wurde. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben an dieser Stelle ja schon das ein oder andere Mal über Anträge der NPD zum SGB II gesprochen. Zum Beispiel am 5. September 2013 zur Landtagsdrucksache 6/21-32, Sachleistung für Empfänger von ALG II, auch bei Sanktionen in jedem Fall gewähren. Damals ging es um bestehende Regelungen. Ich stelle mich heute inhaltlich abermals auf den Standpunkt, dass wir bei den von Sanktionen Betroffenen von einer verschwindenden kleinen Minderheit reden. Von den erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in Deutschland erfüllen knapp 70% alle Voraussetzungen, um die Leistungen unserer Solidargemeinschaft ohne Abstriche in Anspruch zu nehmen zu können. Bei lediglich 3% ist dies also nicht der Fall, und zwar aus ganz unterschiedlichen Gründen. Bei Sanktionen handelt es sich also keineswegs um ein Massenphänomen. Es ist ein Phänomen, sehr richtig. Es ist ein Randphänomen. Die immer bessere Arbeitsmarktlage macht es immer stärker genau dazu. Und genau deswegen habe ich Ihnen am 5. September 2013, lange vor der avisierten 9. Änderung des SGB II, auch ins Stammbuch geschrieben, dass dieses Thema sich überhaupt nicht für Ihren Populismus eignet. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die CDU hat sich im Bund für ein rasches Gesetzgebungsverfahren bei der 9. Änderung des SGB II ausgesprochen, weil die geplanten Neuregelungen greifen müssen, sobald die Flüchtlinge auf den Arbeitsmarkt gelangen. Das Allerwichtigste aber: Das alles ist in diesem Landtag keineswegs neu. Vor ziemlich genau 3 Monaten haben wir an dieser Stelle über einen Antrag der Fraktion Die Linke mit dem Titel Hartz IV Rechtsverschärfung im Bundesrat nicht zustimmen debattiert. Auch damals ging es um den Entwurf eines 9. Gesetzes zur Änderung des SGB II, also um die Rechtsvereinfachung. Heute soll es um Detailaspekte des damaligen Antrages gehen. Eine Positionierung der Fraktion ist damals erfolgt und bedarf somit heute keine erneute Aufwärmung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ansonsten möchte ich den Landtag gerne über die zwischenzeitliche Veränderung auf Bundesebene seit der letzten Debatte unterrichten. Das Gesetz war im ersten Durchgang im Bundesrat, nämlich am 18. März. Die erste Lesung im Bundestag fand am 15. April statt. Uns ist bekannt, dass in den Bundestagsausschüssen aktuell über Änderungen beraten wird. Eingliederungsvereinbarungen, Erstattungsregelungen und die Stärkung des örtlichen Beirates sowie weitere technische Änderungen. Die zweite und dritte Lesung im Bundestag wird in den nächsten Wochen wahrscheinlich am 23. oder 24. Juni erfolgen. Das Gesetz muss dann ein zweites Mal in den Bundesrat, nämlich am 8. Juli, und wird dann auch zeitnah in Kraft treten. Daran wird auch der aufgewärmte NPD-Antrag nichts ändern. Danke für die Aufmerksamkeit. Das Wort hat jetzt der Abgeordnete Herr Andrejewski von